Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell. Heute am 25.07.2013 um 18.26 Uhr. Wie immer, gerade nicht die Uhr in der Sicht, aber ich hatte gerade noch vor einer Minute raufgeschaut. Ja, Mensch, ist wieder eine Weile her seit der Aufnahme. Naja, ungefähr anderthalb Wochen oder zwei, ich weiß nicht. Die Zeit vergeht so schnell, ganz ehrlich, also das Jahr. Mir kommt's vor, als ob vor einem Monat erstmal 2012 das Ende war und boah. Ja, das Ende, genau, das Ende. Apokalypse, sehr gut. Wobei ja Apokalypse gar nicht Ende bedeutet, sondern oder Untergang, sondern es heißt ja eigentlich die Offenbarung. Wird sehr häufig verwechselt. Ja, und auf jeden Fall muss ich auch dazu sagen, ich zocke eigentlich nicht mehr so viel. Aber naja. So, was muss ich denn jetzt machen hier? Bin jetzt erstmal richtig schön fest im Licht. Werd erstmal gucken, wie die laufen. Der Kunde sieht mich auf jeden Fall. Den muss ich irgendwie ablenken. Aber wie? Warte mal, wenn ich oben lang gehe, dann sieht er mich auch. Okay. Muss eigentlich nur den einen Kunden ablenken. Warte mal, was ist, wenn ich... Hey, was ist das? Genau, dann schieße ich da hin. Wobei, der ist auch abgelenkt. Jetzt guckt der aber hier. Meine Chance. Ja. Ja. Jetzt sagt mir nicht. Ich krieg die Macke, Alter. Beim ersten Versuch, ich krieg die Macke, Alter. Es gibt also doch noch Wunder. Mensch, das ist ja schon das Finale hier. Die Mission, die ist gleich zu Ende. Ich glaube, das kann ich... auch nicht im Stealth-Modus machen, ist nämlich mein Kollege, wie heißt denn der Kunde? Ist egal. Den muss ich jetzt nämlich retten vor diesen Typen. Ja, da ist er schon leicht angeschossen. Und ich habe natürlich, der Klassiker wie immer, ihr kennt es ja nicht anders, ich habe natürlich vergessen, was Laden und Speichern ist. Denn ich würde hier schon gerne gleich speichern. F5. Ups, jawoll. Hier nehme ich mal die Waffe. Dann nehme ich mir mal Ringflächengeschoss. Was habe ich noch Schönes? Ja, komm. Hier kann ich jetzt richtig schön... Ah! Das war jetzt... Oh, ich sehe gerade, ich war ganz schön laut jetzt. Huch. Warte mal, F. Das war Lahn, genau. Ich darf natürlich nicht zu schnell. Ich meine, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass die mich auch sehen, aber... Dann mache ich das mal anders. Dann werde ich mal von hier oben... Ach, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Ich werde dort zum Elefanten. Meine Fresse. Gut, warte mal, dann speichere ich hier nochmal. Sicher. Nee, warte mal jetzt. Nochmal. Ich bin so süchtig nach Speichern. Ach, ich bin noch zu doof zum Kacken, ey. Jetzt kommt er wieder runter, ich krieg doch die Irme. Ja, komm, am besten die Klasse gleich sein, ey. Das geht ja gar nicht, ey. Ich stelle mich aber auch wie ein Haufen Gülle schon wieder gerade an. Ich bin doch, also, wie schwul kann man sich, jetzt nicht gegen Schwule, aber das muss jetzt raus. Wie schwul kann man sich eigentlich anstellen? Meine Fresse, ey. Lass ich die da erstmal schießen. So, dann laufe ich hier hoch. Haben die mich hier sehen? Nee, aber die werden mich gleich sehen. Okay, der ist hier Schichte. Atem anhalten. Nein! Na! Ah! Ey, ich bin aber auch so ein Haufen. Mann, ich kann schon wieder... Ich meine, ich habe heute auch wieder nicht meine beste Laune. Ja, und voila, ihr kriegt das nicht geschissen, ey, das ist doch nicht normal. Ey, wie oft habe ich das Spiel durchgespielt? Ich krieg's jetzt einfach nicht geschissen, ey, das ist doch, ich fasse nicht. Ich speichere hier nochmal. Ey, das ist wahrscheinlich eine der einfachsten Stellen eigentlich hier, wisst ihr? Jawohl, die haben mich... Ey, komm. Ich balle euch die Rübe weg.
Ja, der schießt natürlich. Ey, komm, Alter. Ich bin hier, ich nehme mir gleich einen Eimer, Alter. Sag mal, wieso stelle ich mich so stockdämlich an? Ah, mit einem Schuss. Ey, ich krieg doch. Ey, es hat beim... Der Anfang hat beim ersten Versuch geklappt, wisst ihr? Und jetzt komme ich hier bei dem kleinen Schissen nicht weiter. Ey, ich will aber jetzt okay ein Medipack nehmen, verdammt. Ich speichere hier einfach. So, mit einem Schuss, genau. Da muss ich nur treffen. Hallo, Atem anhalten, bitte. Geht doch, meine Güte. Boah. Das war ja schon wieder der Gipfel von, boah, der Highlight des Tages. Wie gesagt, so schwer ist das nicht, ganz ehrlich. Rüberspringen, zack und voila. Boah. Ey, das hat aber auch lange noch gedauert. Mission erfüllt. Ah. Gut, mach weiter. Ja, wie gesagt, hier die Zwischensequenzen, die fehlen natürlich wieder. Gut, Kalina-Tech-Gebäude. Langley, Virginia, bla bla bla. Dank des Codeschlüssels von Ivan war Grimms dort hier. Genau, der, so hieß der, so heißt der Kollege. Wobei, ich glaube, der ist jetzt gestorben, oder? Doch, ja, ich glaube, in der Zwischensequenz, da ist er nämlich gestorben, der Grimms dort hier. Ja, in der Lage, den Datenfluss zu einem Atomkraftwerk auf der nordrussischen Halbinsel Kola zurückzuverfolgen. Dies ist der erste Beweis, der die amerikanischen Geheimdienste zu Nikolatze führen könnte. Machen wir weiter. Und hey, wiederlesen, sehr gut. Chinesische Botschaft. Finden Sie die Verbindung zwischen Georgien und China. Dank der Daten des Picket Gap Programmes konnte Fred Eklon die Gespräche von Nikolatze bis zu der chinesischen Botschaft in Myanmar verfolgen. Eine mögliche Verbindung zwischen Nikolatze und der Volksrepublik China muss bewiesen werden, bevor gehandelt werden kann. Jo, machen wir gleich, Feuer drücken, weiter. So, ich kann mich... Dein Kontakt ist vor Ort. Ja. Unser Mann in Burma oder Myanmar. Egal. Wo finde ich ihn? Auf einem Dach ein paar Blocks von der Botschaft entfernt. Er sagte, er sei unter einem großen roten Schild. Parole, es ist ein heller, kalter Apriltag. Missionsupdate auf deinem Opset. Wenn du jemanden tötest, ist die Mission vorbei. Wenn du das vergeigst, suche ich mir einen Atombunker und bete. Wir haben uns verstanden. Viel Glück. Ja, sehr gut. Ich finde, er lappte mal zu viel. Tun wir gleich speichern. Ich glaube, ich kann im Vorjahr lernen. Erstmal die deutsche Sprache, Toni. Sehr gut. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe jetzt so ein Blackout, das geht gar nicht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ich wollte sagen, im Vorhinein, ihr wisst, was ich meine, kann ich schon mal sagen, dass diese Mission eigentlich für mich doch einfach sein sollte. Ach nee, komm, die lasse ich einfach stehen. Wobei, das ist aber schon genau so. Kleine süße Maus. Ja, komm, aber die labert auch zu viel. Ich will sofort in die Action hier. Zack, voila. Hier über den Zaun, sehr gut. So, das kriechen wir. Speichern. So, halt erstmal, was müssen wir machen? Treffen Sie sich mit dem Agenten, genau mit Lasermikro. Jeder Tote. Okay, also ich versuche natürlich wieder Stealth-Modus, ist klar. Und in der Mission, ich glaube mich erinnern zu können, dass diese Mission im Stealth-Modus doch eher einfach für mich war. Oh, da kommt. Ich hab was gesehen. Ja! Botschaft, was sagte ich noch gerade? Sehr gut, hey! Ganz einfach ist es. Jawohl. Warte mal, kann ich hier hochklettern? Jawohl, ich kann sogar da hochklettern. Ja, was bringt mir das? Sehr gut. Ey, das ist ja. Boah. Oh, warte mal, ich muss den Kunden irgendwie ablenken. Wobei, wenn ich da lang gehe. Ah, da, Dose. Da! Ah! Ja, ist klar. Ich wollte nur die Dose haben. Wobei, hier ist eine Flasche. Okay, speichern.